Was kriegst du? Du kriegst auf jeden Fall hier, schau mal. Guck mal an, was bist denn du für ein Schicker? Hä? Steht dir gut, oder? Jetzt bist du der Schönste im Camp, mein Lieber. Mr. Pufton, schönen guten Tag. Magst du mal einen Pfeil haben? Hier, guck mal, du auch. Wow! Alter, mach keinen Blödsinn. Mach keinen Blödsinn. Verdammt. Ey, du kriegst einen ab und du bist fast tot. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Gamebro und dem lieben Kelvin, Leute. Schön, dass ihr da seid. Und die Lydia, die Virginia, streuen auch irgendwo hier rum. Heute wunderbar, ein neuer Tag bricht an. Wir haben frühen Morgen, 7.27 Uhr genau. Wir sind frisch ausgeschlafen, wunderbar. Tatendrang zieht uns hinaus. Ast rein. Leute, wir waren in der letzten Folge unterwegs und haben einiges organisiert. Wir haben einen richtig schönen Loot-Ausflug gemacht. Wir haben uns zum einen die Maintenance-Karte besorgt. Sehr, sehr schön. Wir haben den Kompositbogen am Start und wir haben einige Modifikationen für unsere Pistole gefunden. Schalldämpfer, Laserlicht und die Lampe konnten wir anschrauben. Richtig, richtig gut. Hat sich gelohnt. Sehr, sehr schön. Ich möchte heute nochmal einen kleinen Ausflug mit euch machen. Und zwar, passt mal auf. Ich muss gerade mal schauen, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Wir haben ja einiges zum Anziehen. Pass auf, wir haben... Ach Leute, da, genau. Den Tuxedo haben wir uns auch rausgeholt. Mein lieber Kelvin, komm mal her. Komm mal, pass mal auf. Du bist ja echt... Bleib doch mal stehen. Du bist ja echt ein schicker, adretter Kerl. Aber guck mal hier, pass mal auf. Nein, nicht folgen. Nein, kannst du auch machen. Folgen ist okay. Folgen ist gut. Komm, bleib, stopp. Kelvin, ich hab gesagt, folgen, nicht weglaufen. So, pass mal auf, Kelvin. Hier, ich hab noch was für dich. Kleidung nehmen, pass mal auf. Ich hab dir da was Schönes mitgebracht. Was kriegst du? Du kriegst auf jeden Fall hier, schau mal. Guck mal an, was bist denn du für ein Schicker, hä? Steht dir gut, oder? Jetzt bist du der Schönste im Camp, mein Lieber. Schön. Ich hoffe, du trägst diesen Anzug in Würde. In Würde und Weisheit und mach keinen Blödsinn, ja? Schmier ihn nicht wieder ein, mein Lieber. Ist rein. Wir haben den Kelvin im Anzug. Sehr, sehr schön. Ich feiere das. Ich mag das sehr. Ich wollte heute eigentlich losziehen und den Schlafanzug organisieren. Aber das war ja, glaube ich, gar nichts für die liebe Lydia, oder? Da muss ich mir noch mal gerade Gedanken machen. Die Lydia braucht definitiv was zum Anziehen, aber ich glaube, aktuell haben wir noch nichts, was du anziehen kannst, oder, meine Lieben? Lass doch mal schauen. Komm mal ran hier. Lydia. Virginia. Wir haben leider nichts für dich. Keine Kleidung. Das tut mir leid. Ja, da muss ich mal schauen, wo gab es denn das nochmal? Es gab einen Anzug, den sie tragen konnte und es gab dieses Kleid, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wo es das gab. Wenn ihr da eine Idee habt und mir da weiterhelfen könnt, weil ich komme da tatsächlich echt nicht mehr drauf. Ja, dann sagt mal bitte Bescheid, dass die Gute auch mal endlich was zum Anziehen bekommt. Aber wir machen gleich einen ganz, ganz wichtigen Ausflug auf jeden Fall. Wir haben da ein Versprechen einzulösen. Und das muss sein. Wir ziehen gleich los, wir packen uns Klebeband ein. Und dann geht's auf die Reise, ihr Lieben. Das ist eine Sache, die muss ich machen. Ich hab's versprochen, Leute. Und ich hab's in der letzten Staffel nicht eingelöst. So, ich würde ganz gerne nochmal hier so ein paar Sachen aus meinem Inventar rauspacken. Ein paar Döschen zum Beispiel. Hier vielleicht auch nochmal was. So, pass mal auf. Sachen, von denen wir viel zu viel haben. Ich habe noch Fleisch, aber Leute, Fleisch müssen wir gleich wegpacken. Seile. Seile können wir auch erstmal rauspacken, weil ich habe sehr viele gefunden. Also lagern wir erstmal einiges ein. Nicht so viel, nur ein bisschen so. Kleber, wir haben 10-mal Klebeband. Ich packe ein bisschen weg. Wir brauchen ein paar, darum nehmen wir auch ein paar mit. Glühbirnen. Kannst du auch nochmal rausschmeißen. So, genau. Gießen. Und wir könnten mal schauen, ob wir nicht mal gezielt hier noch irgendwo was zupacken können. Weil, wenn wir hier drüber schauen, sehen wir schon 6'8" und mit G können wir es auffüllen. Eigentlich gar nicht so verkehrt. So, Batterien füllst du nochmal auf. Konserven. Ja, kommt viel auf. Ist egal. Vielleicht finden wir nochmal was. So, und dann brauchen wir nicht immer... Ich habe das eh viel zu schlecht sortiert anscheinend, würde ich behaupten. Hier packen wir nochmal was dabei. Und Leute, guck mal, wie viel von dem Zeug wir haben. Blätterrüstung, weißt du was? Nimm dir doch mal so ein paar Blätterrüstung raus. Und dann ziehst du die schon mal an. Weil wir haben noch eine Mutantenrüstung, ist okay. Die halte ich mir aber mal für schlechte Zeiten über. Dann hast du wenigstens ein bisschen was am Leib. So. Wir gehen noch einmal gerade hoch, weil ich habe jetzt gerade die Steine hier hochgeschmissen. Dann können wir die auch nochmal eben schnell verbauen. Wir haben noch sehr, sehr viele Steine, die wir hier unterbringen müssen. Aber so kriegt man halt immer nach und nach ein bisschen was geschafft. Wie gesagt, ich habe hier oben die obere Etage schon etwas weiter ausgebaut. Es nimmt langsam Gestalt an. Wir müssen auch Stämme ranschaffen. Hab ein bisschen Offscreen. Guck mal, hier fehlt auch noch was. Habe ich noch was organisiert?
Und Leute, schaut mal, was ich gemacht habe. Ich habe das, ich konnte mir das nicht mehr mit anschauen. Der Kelvin ist immer hängen geblieben und irgendwie diese Schräge, die hat mir gar nicht gepasst. Das war nicht meins. Darum habe ich den ganzen Krempel hier vorne nochmal abgerissen, einen Stamm geradeaus rausgezogen und schon war die Geschichte begradigt. Mit kleinen Handgriffen kann man teilweise wirklich Großes bewirken. Man muss halt einfach nur mal sich ein bisschen Zeit nehmen für das, was man tut. Und dann wird es am Ende auch irgendwann gut. So, dann machst du hier nochmal das Dach drauf. Zwei Stämme fehlen noch, ist nicht weiter schlimm, Leute. Wir gehen einmal los. Wir können noch mal eben nach dem Rechten schauen. Ist alles ruhig hier im Lager? Wunderbar, die Fallen sind gespannt. Ist es ruhig, ist es keiner da, Leute. Sehr, sehr schön. Oh, Fingers, Fingers! Lydia, pass auf! Virginia! Ein Fingers kommt! Ist aber kein Problem, wir haben ja einen frischen neuen Bogen hier. Guck mal, kriegst du hier kompositbeschleunigte Pfeile, mein Lieber. Alter, wie schnell bist denn du tot? Ernsthaft? Hat die Virgie so gut geschossen? Ist kein Problem. Sehr, sehr gut. Eine neue Panzerung, bitte. Dankeschön. Du hast so eine schöne Haut, mein Lieber. Eine schöne, weiche Haut. Heute ist es einfach... Ich höre Babys trappeln, oder? Guck mal da, ich höre Babys. Ich wusste es doch. Fingers kommt nie ohne seine Babys. Seit wann gehörten ihr zusammen? Macht ihr gemeinsame Sache, oder was? Das ist mir früher nie bewusst gewesen, dass die Babys irgendwie mit Fingers zusammengehören. Oder ist das reiner Zufall, dass sie jetzt immer zusammenkommt? Ich weiß das nicht. So, Virginia, war es das? Kann ich dich alleine lassen mit dem Rest? Ich zieh los und wenn alles klappt, bringe ich dir vielleicht ein Kleid mit. Ich habe da eine Idee, ich weiß grob, wo eins liegt. Das wäre aber eine weite Reise, Leute. Wir müssen uns überlegen, ob wir das jetzt mal... Ich glaube. Leute. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Ich glaube nicht, dass wir den Spot von hier aus sehen können. Aber wenn wir hier quer über den Berg rüberfliegen, irgendwo am Strand müsste eine Hütte sein. Da war doch auch so ein Kleid oder irgendwas. Ich bin mir nicht mehr sicher, Leute. Aber tatsächlich, wir werden das rausfinden. Jetzt ziehen wir aber erstmal los und lösen ein Versprechen ein. Gucken mal, was passiert. So, habt ihr einmal deinen Gleiter? Hieronimo! So, hoch, hoch, hoch. Na, super gut gemacht. Du bist echt der Beste. Klasse, wie du das kannst. Nicht. Egal, hat keiner gesehen. Schneiden wir raus. Natürlich nicht, nein. So, Pleiten, Pech und Pannen, das gehört alles dazu. So, jetzt nochmal nicht ganz so steil runtergehen und dann geht das auch viel besser. Und mein Bauchgefühl sagt, wir fliegen in diese Richtung. Leute, guck mal, da sind doch wieder welche. Was ist denn da los mit euch? Leute, wir hatten doch gerade erst Besuch. Habt ihr euch abgesprochen oder was? Wo seid ihr? Hallo? Komm her, du. Du kleines, liebes Äffchen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Da brauche ich ja gar nichts machen. Die Virgin macht das schon ganz alleine. So. Ja, pass mal auf. Nicht hier bei uns. Also hier herrscht andere Sitten. Hier herrscht andere Sitten. Hier machen wir das schön ordentlich. Waren das jetzt denn alle, Leute? Na, einer war noch da. Danke, Virgie. Hast du gut gemacht. Warum ist die Fackel schon wieder aus? Warst du nass oder was? Und hast meine Fackel gelöscht? So. Leute, die Fallen machen einen wirklich ganz hervorragenden Job, muss ich sagen. Wir bauen uns da demnächst auch nochmal ein paar neue. Wir haben jetzt so viele Seile eingesammelt. Also ich bin mir nicht... Guck mal, da unten wackelt es auch. Wir haben jetzt so wahnsinnig viele Seile eingesammelt, dass wir definitiv nochmal ein paar von den schönen Fallen hier bauen können. Sticks und alles andere Steine, das haben wir in rauen Mengen zur Verfügung. Aber Seile waren halt immer so das Problemchen. Aber das dürfte sich jetzt erledigt haben. Ich glaube, wir haben jede Menge Steine am Start. So. Da war doch noch einer. Ich habe doch noch was gehört. Oh, da ist noch einer. Der in der Mutantenrüstung. Kann doch nicht sein, Leute. Ich will einen Ausflug machen. Ich würde ja sagen, wenn die Virgie mit dir alleine ist, das schafft die. Also einen so einen blöden, das kriegt die doch hin. So, wir fliegen, Leute. Wenn es nicht mehr sind, dann vertraue ich euch, dass ihr das hinkriegt. So. Absprungstein, wir können ja nochmal gucken, während wir hier unsere Runde drehen. Sehr gut.
Klappt hervorragend heute. So. Schnapp ihn dir. Anlauf springen. Und los. Ist das der falsche Stein? Oder stelle ich mich einfach nur gerade unglaublich blöd an? Ist er wieder? Da ist er wieder. Na gut, okay. Eventuell. Gehen wir einfach mal nach hier. Das ist ja mir egal. Also ich starte auch von hier. Super. So, nicht so steil und los. Los, los, los. So, wir lassen dich jetzt mal. Ich denke, die Virginia macht das schon mit dir. Die kennt sich da ja aus. Die weiß ja, wie man mit euch umgeht. Und ich glaube, ich muss da hinten an den Strand, Leute. So, Vollgas voraus. Und dann machen wir gleich auf den Rückweg nochmal so ein paar Camps, würde ich sagen. So, dass wir mal gemütlich hier gechillt zurückgehen und ein bisschen looten. Bevor wir dann in der nächsten Folge wieder einen Höhlenausflug machen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Da müsst ihr mir vielleicht auch mal Bescheid sagen, was euch interessieren würde und wo ihr Bock drauf hättet. Wir sind jetzt aktuell von der Aufnahmereihenfolge relativ live. Das bedeutet, was ich euch heute hochlade, wenn ihr heute antwortet, kann morgen schon die nächste Folge kommen. Aber ich... Ah, pass auf, pass auf. Wo waren das? Wo waren das? Konzentriere dich. Genau, guck mal hier. Hier sind doch meine Baustellen. So. Also, wenn ich das heute hochlade, dann können wir morgen, beziehungsweise spätestens übermorgen, quasi schon darauf reagieren, weil ich habe keinen Puffer mehr im Moment. Der Puffer ist leer, auch aufgrund meiner Erkrankung, Erkältung. Hat das alles ein... Geh weg, du, du miese Möwe. Mann, ich bin doch da schon mit der Vogelscheuche. Ist doch nicht dein Ernst. Da fällt mir auch gerade ein, ich hatte doch... Pass mal auf. Wir haben wahrscheinlich wieder Gammelfleisch. So, das kommt weg. Leute, ich muss gleich unbedingt einmal nach Hause das ganze Fleisch aufhängen, sonst haben wir echt wieder Gammelfleisch am Start. Nein, nicht genug Kleber. Verdammt, warum nicht? Aber ich schließe hier die Möwe einfach mal hier runter. Dann kommen wir halt nochmal wieder. So, danke sehr. Danke dafür. Dann haben wir zumindest 50% des Versprechens eingelöst. Es tut mir leid, ich habe echt tatsächlich gedacht, ich hätte genügend Kleber dabei. Aber ich wusste nicht, dass das so viel kostet. 4 Stück Brot. Ich dachte, mir fehlen 2 Klebebänder. Da habe ich echt tatsächlich nicht mal dran gedacht. Aber ist okay. Ich hoffe, du kannst jetzt hier in Frieden ruhen, mein Lieber. Vogelscheuche ist am Start. Nächste kommt. Guck mal, da ist die nächste Möwe. Uah. Wobei wir das eigentlich... Wenn ich denn zielen könnte, nutzen könnten... Ja, ja, geh lieber, geh lieber, geh lieber. Um unseren Vorrat an Fleisch hier aufzufüllen. So, wir kommen aber wieder definitiv. Das ist ein Versprechen. Also tatsächlich, das ist nie absichtlich gemacht. Wir kommen wieder. So, ich gehe, Leute. Wir gucken auf die Karte und schauen mal, ob es was Interessantes in der Nähe gibt. Hier ist die Höhle, da waren wir schon drin. Ich würde sagen, wir besteigen unseren Flieger und machen mal ein kleines Ründchen und gucken mal, wo wir landen, Leute. Heute wird spontan und ungeplant. Wir könnten... nee, dafür ist jetzt zu spät. Leute, wir haben schon zu viel Zeit vertrödelt. Sonst hätte ich gesagt, wir gehen in eine spontane Höhle, machen irgendeine und gehen einfach mal rein, ohne bestimmtes Ziel. Das können wir auch gerne mal machen. Wie gesagt, einfach welche und dann gehen wir einfach mal spontan rein und... Ne? Meistens verfolge ich irgendein Ziel und möchte irgendein Item haben. Aber das kann man ja auch mal tatsächlich anders machen. So. Wir müssen hier irgendwo abspringen. Ich würde sagen, hier vorne probier es gleich mal. Mal schauen, ob du es schaffst, mein Lieber. Spring und... Jawohl. Hoch. Also heute ist der Wurm drin. Ganz, ganz ehrlich, heute ist der Wurm drin. Ich bin heute, also... Es gibt Tage, da sollte man keine Flugzeuge, Fluggeräte besteigen. Hier könnte echt schwer gefährlich werden. Oh, du könntest vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Flasche ist leer. Mist. Das habe ich vergessen, nach dem Schlafen nochmal einen Schluck zu trinken. Aber wir haben hier noch. Wir haben zu Hause auch sehr viel im Lager. Das ist okay. Leute, uns geht es gar nicht so schlecht. Spring! Das muss ich alles raussteigen. Das ist ja echt zu schwer. Hochgradig peinlich hier mit dir. So, und hoch, 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 hoch.
Jawohl, geht doch, Mensch, geht doch. Verdammt, geht doch. So, ich bin noch mal gespannt, Leute. Ich habe heute eine neue, Facecam installiert, eine neue Webcam fürs, für die Aufnahme. Ich bin mal gespannt, ob die Settings alle passen, ob das alles gut ist. Eventuell, keine Ahnung, muss ich da noch mal dran und noch mal ein bisschen was justieren. Aber vermutlich fällt das gar nicht auf. Es ist ähnlich wie vorher, aber es ist einfach von den Einstellmöglichkeiten her deutlich, deutlich angenehmer als meine alte. Wobei die alte Kamera fand ich auch schon gut. Bin mal gespannt. Von daher, sagt mir gerne Bescheid, ob man da einen Unterschied sieht oder nicht. Und ob sich es verbessert oder verschlechtert, meistens... knapp, knapp, knapp. Meistens versaue ich es mit den Einstellungen, weil ich einfach irgendwo an den falschen Reglern drehe. Da sehe ich gerade, da hinten ist dieser Lebensmittelbunker. Den haben wir entdeckt, da könnten wir natürlich auch mal einen Abstecher hinmachen. Und wenn wir unterwegs noch irgendwas Interessantes sehen, dann lande ich halt einfach. Oh, ich würde sagen, Leute, ich mache mich auf. Wir sehen uns gleich. So, Landeanflug, Landeanflug. Geh mal hier langsam runter. Schön, einmal nicht am Baum gestrandet. Du bist echt gut. So, auf die Karte geschaut. Grob in die Richtung. Das ist nicht mehr so weit. So, pack die Karte ein. Können wir jetzt eigentlich gar nicht mehr verfehlen. Können wir eigentlich nicht verfehlen, habe ich gesagt. So, hier stehen die Karren. Ich vermute, wir müssen wieder graben. Kann das sein oder nicht? Nein, müssen wir nicht. Es gibt noch mal eine Batterie. Aber wir haben zu viel Batterien dabei, von daher. Aber nichts zum Drucken. Keine Druckerpatronen. Schade, ist in Ordnung. So, Leute, wir gehen mal rein. Ich glaube, dieser Bunker war relativ friedlich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das mit meiner Erinnerung ist halt immer so eine Geschichte. So, pass mal auf. Nutzt die Taschenlampe. Die ist gratis, die kostet keine Batterien. Hallo? Ich möchte nur was zu essen holen. Ich glaube, hier gab es Austern und ich lasse die immer verfaulen. Dabei können wir ein leckeres Austersüppchen kochen. Haha, dieses Calvin-Spezialmenü mit Austern und Fisch. Habe ich gesehen. Möchte ich unbedingt kochen, Leute. Guck mal da, guck mal da. Die Klappe. Food and Drinks. Hereinspaziert, hereinspaziert. In die gute Stube. Leute, hier ist erstmal ruhig, 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 ruhig. Guck mal da, hier diese Speckwürfel, sehr gut. Die lasse ich sicherlich auch wieder alle vergammeln. Und das hier ist halt wichtig. Rahmensüppchen. Leute, mega, da können wir wieder Suppe kochen ohne Ende. Und hatte ich nicht die Konserven rausgepackt zu Hause? Mist, Fleisch können wir nicht mitnehmen. Leute, wir haben die richtige Karte hierfür. Okay. Mach nochmal zu, nicht, dass einer kommt. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, Leute, dass wir die Karte haben. Do not leave freezer door open. Do not leave freezer door open. Lass die Tür nicht offen. Hat wohl doch einer offen gelassen. Kann das sein? Do not leave freezer door open. Wer hat denn die Tür aufgelassen? Verdammt. Immer das Gleiche mit euch. Gutes Personal ist schwer zu finden. Habt ihr hier noch was? Speck, Speck, Speck. Können wir nicht mitnehmen. Haben wir schon genug. Oh. Komm. Hier. Mal ein bisschen rumschwingen, damit ihr nicht schlecht werdet, ihr Lieben. So, hatte ich die Pfeile aufgehoben? Ich glaube, wir können gerade keine mehr. Leute, dass wir noch so viele Pfeile haben. Hätte ich ja nicht. Leute, wir müssen hier unbedingt nochmal hinkommen. Hier ist echt tatsächlich viel Zeug, was wir jetzt gerade nicht einsammeln können. Was ich zu Hause mal einlagern muss. So, und dann schauen wir mal, Leute. Das kommt mir sehr bekannt vor. Gab es hier nicht die Armbrust oder nicht? Ich glaube, ich bin da woanders. Aber hier gab es Fingers. Da bin ich mir sicher, Leute. Ich war hier schon mal. Ich war wahrscheinlich fast überall schon mal, aber hier. Guck mal, da sind die ersten Babys. Ich wollte eigentlich entspannt hier loslegen, Leute. Das erinnert mich unglaublich an den Bunker, aus dem wir die Armbrust rausgeholt haben damals. Babys, Babys. Ein für Mama, ein für Papa. Und ihr seid hässlich, es tut mir leid. Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht auf Babys schießen, aber die sind übel hier.
Ich mach mal langsam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch was Fieses lauert. Ist das nicht der? Mit dem? Mit der? Der mit der Armbrust? Bist du das? Oh, Leute, tatsächlich. Aber ganz unverhofft. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Leute, wir haben die Armbrust. Lad mal nach. Das Ding musst du immer laden, sonst schießt es nicht. Da erinnere ich mich ganz grob. Kannst du nicht mal nachladen jetzt das Ding? Komm, komm. Wie war denn das nochmal? So, so. Wir hatten doch Bolzen, Leute, oder? Kohlefaser? Armbrustbolzen, da sind sie doch. So. Ich glaube, da habe ich beim letzten Nachladen Q. Ja, mach doch. Okay. Ich habe doch die ganze Zeit auf Q gehämmert. Warum machst du denn jetzt erst? Okay, okay. Aber was hast du hier? Energiemischung gesammelt. Leute, hier sind auf jeden Fall mindestens Fingers drin. Mindestens. Wenn nicht sogar noch was Mieseres. Da ist er. Da ist er. Ich habe dich gesehen, mein Lieber. Brauchst gar nicht so zu tun. Ich habe dich gesehen. Habe ich dich getroffen? Ich denke nicht, oder? Du hast mich beim letzten Mal, als ich hier war, so richtig mies überrascht. Wo bist du hin? Da ist er, da ist er. Guckt euch das an. Wie der hier rumschleicht. Ich habe das Gefühl, ich treffe dich gar nicht. Kann das sein? Du reagierst so null. Hast du mich gesehen? Ich glaube, du hast mich gesehen, oder? Aber da stecken schon ein paar. Du tust halt einfach nur so, als ob es dir nichts ausmacht. Kann das sein? Fingers! Komm da raus! Mann, da rennt der los! Also die Nachladezeit von dem Armbrustgerät hier ist... Ey. Machst denn du? Sag mal, geht's dir gut? Bleib doch mal still! Also das lädt einfach zu langsam nach, das Ding. Ich bin kein Armbrust-Fan, muss ich einfach sagen. Jetzt hast du mich gesehen, ne? Jetzt hast du mich, oder? Wir brauchen Katana, Leute. Mann, du sollst nicht ausweichen. Also der Bogen ist definitiv mehr meins. Auch wenn ich daneben schieße. Auch wenn ich... Warum? Fingers, hier, komm, schnapp dir noch einen. So, Pfeile, Bolzen, alles einsammeln. Vor allem die Pfeile gibst du mir bitte mal wieder, ja. So, danke schön. Einmal deine Panzerung, bitte. Fingers mit der weichen Haut. Aloe Vera, sei Dank. So, danke schön. Wahrscheinlich stecken hier überall noch Pfeile, die ich irgendwo verschossen habe. Wir können ja einmal grob rumgucken. Da ist noch was. Das ist aber nicht mal. Doch, das war bestimmt meiner. Leute, ich weiß nicht, was hier noch kommt. Verdammt, verdammt. Also wir könnten uns hier sehr, sehr schön unsere Bolzen voll machen. Also es gibt hier tatsächlich einiges. So, wir müssen aufpassen, dass hier nicht noch einer kommt. Oh, hier wird's dunkel. Hier wird's duster, mein Lieber. Duster und nebelig. Druckertinte. Ast rein, Leute. Ast rein. Davon habe ich bis jetzt irgendwie recht wenig gewonnen. Klebeband. Komm, wenn du jetzt noch ein Klebeband hast, dann können wir den Auftrag erledigen. Ich bräuchte nur noch eins. Einmal Kleber noch. Seid mal nett. Oh. Leute, wo geht's hier hin? Ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm, wo es hier hingeht. Das ist der Bunker, mit der unter Wasser stand, Leute. Hier sind wir. Verdammt. Also ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Ich weiß nicht, warum. Es ist mir zu lange her. Aber stark, Leute. Ich habe beim letzten Mal, habe ich gedacht, als wir in dem Wartungsbunker waren. Wartungsbunker? Ja, genau. Dass wir in diesem hier sind. In dem Wasserbunker, weil da so viel Wasser unten stand. Und heute sind wir da. Mann, Mann, Mann. Es sollte ein ganz gemütlicher Ausflug werden. Ganz, ganz gemütlich.
denke, hier unten werden uns keine Gegner erwarten, weil die schwimmen ja nicht. Das ist ja darum. Von daher erstmal harmlos. Aber halt die Augen auf. Ich weiß nicht, ob es hier noch was zu finden gibt im Wasser. Toll, jetzt hast du wieder den Anzug an. Du musst du gleich ausziehen, sonst rennst du so langsam. Hallo? Und ich mag das, also die Atmosphäre hier von diesen Locations. Ich finde das unglaublich. Das packt mich immer wieder aufs Neue. Verdammt. Oh hier. Ich glaube, ich gehe erstmal hier links rum. Da geht's auf jeden Fall aus dem Wasser raus. Leute, war hier nicht irgendwo drin schon ein Bosskampf, ein kleiner? Hallo? Munition, Schrotflintmunition, sehr gut. Immer bitte her damit, immer mehr davon. VIP-Schlüsselkarte gesammelt, Leute. Damit können wir den VIP-Bunker, aber da will ich noch gar nicht hin. Da. Wild Story, Plane Crash, Survivor Claims, Pharmaceutical Company Experimenting on... Survivor Claims, Pharmaceutical Company Experimentating on Mutant Humans. Und ich glaube, da ist auch Timmy gelandet. Aber da. Was ist denn hier los? Hallo? Gib uns auf ihrer Party. Guckt euch das an. Wir sind doch jetzt noch nicht auf der Puffin Party, oder? Jan Yu, someone needs to tell Puffton. I don't think the calculations mean what they think they do. Something very bad could happen. Everyone on this island can be in danger. I won't be part of this. Jeder auf dieser Insel könnte in Gefahr sein. Und ich möchte kein Teil davon sein, Leute. Verdammt, verdammt. War hier noch was? Okay. Clean up request. Hank, this is where their boats arrived. They left them abandoned there. Someone needs to clean this up. Okay, das sind die Punkte mit den Booten. Unten auf der Karte, da bin ich schon mal gewesen in der letzten Staffel. Und hier oben die Boote haben wir in dieser Staffel entdeckt, glaube ich. So war das. Was haben wir hier? Virginia Puffton. Wir haben die Karte von der Virginia. Leute, guckt euch das mal an. Wohnbunker entdeckt. Ah, sehr gut, sehr gut. So, aber wir gehen jetzt... Guck noch mal ganz kurz, guck noch mal ganz kurz. Mach noch mal das Licht an, dass du nichts übersiehst. Ja, schade, wenn wir hier drin sind. Hallo? Ach ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß. Keine Fackeln. Nicht lang Fackeln, aber mach lieber eine Taschenlampe an. So, und dann bin ich gespannt, was hier hinten wartet. Ich bin mir nicht sicher. War hier nicht irgendwo was? Hinter der Tür? Also ich möchte jetzt keinen Bosskampf machen, Leute. Leute, nein, 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 das ist ein Bosskampf hier. Das ist definitiv ein Bosskampf hier. Oder? Wir stellen uns ein Zelt, ich muss speichern. Leute, ich sterbe hier. Ich sterbe hier, das kann nicht sein. Sind wir denn für sowas ausgestattet, Leute? Die Shotgun, pass mal auf, wir müssen noch einmal ganz kurz durchgehen. Was haben wir auf welcher Taste? Ich brauche eine Shotgun-Taste, Axt, Messer, Bogen, Stick. Gut, Stick kann vielleicht weg. Dann packen wir die Shotgun auf die 4, Leute. Und lad sie mal nach. Okay, sie ist geladen. Alles klar, Leute, wir gehen rein. Ich will es aber nicht. Ich will hier nicht rein, Leute. Nein. Nein, das ist ein Bosskampf. Verdammt. Ich will nicht hier sein. Bitte guckt euch das an. Pass auf, Jungs, pass auf, hinter euch. Da sind sie, die beiden. Nicht euer Ernst. Oh, lauf einfach weg. Hier, Waffe. Nein. Verdammt. Geh ins Wasser. Warum schon Bosskämpfe, Leute? Guckt euch das an. Leute, und ich bin gar nicht vorbereitet. So, pass mal auf, packt hier mal ein paar Flaschen. Wir machen uns mal ein paar Mollys. Leute, das wollte ich nicht. Das war so nicht geplant.
Leute, das passt mir irgendwie gar nicht, aber egal. So, wir sind jetzt einigermaßen ausgestattet, wir passen. Wir müssen aufpassen und wir müssen mal so ein bisschen hier... Ja, Madame, Madame, Madame. Ganz ruhig, ganz ruhig. Habt ihr doch schon mal einen Molly? Hier, bitteschön. Leute, was geht denn da ab bei euch? Guckt euch das mal an, wie viele das sind. So, kommt das nochmal an. Am besten locken wir euch hier auch nochmal ran. Dass wir so viel wie möglich hier anzünden. Ich würde auch sagen, Leute, ganz, ganz ehrlich, beste Gelegenheit, um endlich mal hier ein bisschen Party mit den Granaten zu machen. So, schmeiß mal rein da. Vielleicht triffst du was. Sorry, sorry. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Habt ihr mal einen Bogen hier? Komm. Madame. Ich hoffe, du hältst nicht so viel aus. Wir müssen mal gucken, dass wir auch die Rübe treffen. Und das gibt auf jeden Fall ordentlich Rüstung, wenn wir das hier überleben. War das beim letzten Mal schon genauso krass, Leute? Waren das da auch schon so viel? Aber zumindest hat das hier mit Intelligenz nicht so viel zu tun, was ihr hier macht, glaube ich. Mr. Pafton, schönen guten Tag. Magst du mal einen Pfeil haben? Hier, guck mal, du auch. Alter, pass auf, pass auf. Kein Blödsinn, kein Blödsinn. Ich verteile hier auf jeden Fall mal links und rechts ein paar Pfeile, Leute. Ja, toll, die Steinpfeile. Das ist natürlich der absolute Knüller. Aber mit dem Kompositbogen abgeschossen, da ist das auch mal in Ordnung. Guck mal, die stehen da alle so schön zusammen. Nehmen wir doch nochmal einen Molly. Was hältst du denn da? Und komm, zünd mal an das Ding. Einfach nochmal, weil es schön ist und brennt. So. Was hältst du? Komm nochmal ran, Leute. Also einzeln könnt ihr gerne kommen. Das ist gar kein Thema. Aber ihr seid mir echt ein paar zu viel hier. Komm, hier. Komm, Schnitz, Schnitz, Schnitz. Oh, Leute, guck mal, wie die reinhaut. Direkt ganze Rüstung weg. Komm, schnapp die doch mal. Hier, ein aus der Pumpgun, Leute. Du kann doch nicht schaden, oder? Hier, mal also einen in die Rübe, Madame. Leute, dass wir jetzt schon bei den Paften sind, das hätte ich echt nicht erwartet, Leute. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. War so nicht geplant. Alter, du musst hier nicht hinter mich kommen. Das ist überhaupt keine Not. So, gib mir mal bitte die Pfeile wieder, bevor du abhaust. Alter, bleib mal hier, bleib mal hier. Pfeil bitte, danke. Madame. Ich mache keinen Nahkampf mit euch, nur dass ihr es wisst. Möchte ich nicht. Wir haben genügend. Guck mal, kannst du hier nicht nochmal? Wir haben gar nichts mehr, Leute. Wir haben gleich nichts mehr an Pfeilen. So, komm doch noch mal ran. Gib mir doch noch mal bitte meine Pfeile wieder. Kommt doch mal ran. Ich glaube, ich mache noch einen Molly. Das kann ich schaden. Wir haben es ja, Leute. Wir haben es ja. Und dann haben wir nichts mehr. Kommst du ran hier? Hallo? Mr. Pafton? Einmal bitte hier zum Gespräch. War Mist, verdammt. Alter, mach keinen Blödsinn. Mach keinen Blödsinn. Oh, verdammt. Ey, du kriegst einen ab und du bist fast tot. Du heiz dich mal bitte gleich erstmal. Madame. So, ich glaube, wir gönnen uns als allererstes mal eine Tablette und gucken, ob wir noch ein bisschen was an Rüstung am Start haben. Aber das dürfte nicht mehr so viel sein. Auf sowas bin ich... Na doch, ein bisschen. Mist, 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 mir versagt die Stimme, Leute. So, das ist unser letzter Molly. Haben wir dich erwischt? Ein bisschen wenigstens. Nachladen, nachladen. Und ich glaube, wir haben nicht mehr viel Muni dafür. Mach doch das Feuerzeug aus, Alter. Brauchst du nicht mehr. Mr. Pafton, jetzt komm doch mal ran hier. Und Madame. Das war's, das war's. Das war die Munition und so. Aber Pistole, da hast du doch bestimmt noch was. Hier, das war I7, Mister. So, jetzt fall um. Fall einfach um. Bleib liegen. Gib mir ein paar Pfeile wieder. Dankeschön. Mr. Pafton, auch bitte einmal hier ins Büro. Hab's dir direkt. Beeil dich, wenn der dich anspringt. Geh doch zurück. Das dauert zu lange. Das dauert viel zu lange. Was haben wir denn da jetzt rausgeholt? 1, 2, ja.
Also du könntest echt tatsächlich ein paar mehr haben, Mann. Mr. Paften, komm jetzt mal hier ran. Kannst du doch eigentlich auch so machen hier. So schön aus der Hüfte, hast doch ein Laservisier. So, deine Frau ist schon hinüber. Komm, ihr fahrt so ein süßes Paar. Ihr seid so süß. Da triffst du aber gar nichts. Du schießt sie an die Wand, Alter. Wow. Kein Blödsinn, Mann. Gibt's doch gar nicht. Mach doch keinen Shit. Komm, Paften. Ich schick dich ins Reich des Jenseits. Dann kannst du mit deiner Holden wieder gemeinsam hier Partys feiern. Steinpfeile, das ist echt wie Steinzeit hier. Wir können uns doch einen Molly machen. Ich glaube, das machen wir. Wir schrauben uns doch eben einen Molly zusammen. So, komm, hier, mach, mach. Mann! Echte Maustaste. So, und dann... Und dann trink vielleicht auch noch einen Schluck. Dankeschön. Danke dafür, Spiel. So, komm, Molly Man. Hier. Renn. Das war ja supi. Du bist so ein mieser Möb. Das ist es gleich auch mit Steinpfeilen gewesen, würde ich sagen. Da fällt mir ein, wir haben doch die Armbrust. Aber bis wir das Ding geladen haben. Allein das dauert ja schon immer eine Ewigkeit. Komm, Puffy, komm, 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 komm hier. Mr. Puff. Ich habe das Gefühl, das Ding hat gar keinen Wumms. So, einmal noch, einmal noch. Komm, du bist doch jetzt bitte schon... Alter, guck dir an, wie der gespickt ist. Ich glaube, wir haben es. So, gib mir bitte meine Pfeile wieder. Oh, verdammt, Leute. Einmal die Paffen ist erledigt. Mann, und das so früh schon. Ich glaube, wir sind viel zu früh hier. Egal, Leute, egal. Wir haben es gemacht. Warum mache ich denn diese Türe auf? Okay, aber wir haben es überlebt. Leute, ich habe mich vielleicht nicht so geschickt eingestellt, aber wir haben es überlebt und ich denke, dass es worauf es ankommt. So, habe ich dann eine Haut schon abgezogen? Wo sind die anderen alle? Mist, die spawnt, würde ich sagen. Schade, schade. Egal. Da haben wir wenigstens ein bisschen Rüstung zurückbekommen. Wir schauen uns hier nochmal ganz in Ruhe um. Ich denke, hier gab es noch was zu entdecken. Euch das an hier. Unearthing Unknown Ancient Artifacts. Sehr schön. Leute, die waren wo gebildet hier? Belesene Gesellschaft. Platine gesammelt. Digging Monthly. Haha, sehr gut. Dig to the good stuff, jawohl. Hätten wir die Zeitschrift mal vorher gehabt. Hier liegt auch noch so ein Wurmi. Oh, schöne Party habt ihr gemacht hier mit euren Mutanten. Lass mal gucken, wer saß denn hier? Virginia Paften, Barbara Paften. Was ist das? Ach, können wir mitnehmen. Sehr schön. Das Schild möchte ich auch haben. Das zeigen wir der Virgie. Kann ich das nicht mitnehmen? Ehrlich nicht? Na gut, dann halt nicht. Aber schade, hätte ich jetzt ganz gerne eingesteckt. Wen haben wir denn hier noch? Alter, du, ihr sitzt hier voll im Weg. Kann ich gar nichts sehen. Hank, Keys und... Keine Ahnung, Leute. Gordon Langster. Wer auch immer das sei, mal. Guck mal, hier läuft noch ein Film. Lass mal durch hier. Alter, Fingers. Lass mich doch mal. Ich häng fest. Sehr, sehr schön. Also, das ist halt der Plan, den ihr gehabt habt, ne? All by based on the Solani Star Pattern. Ja, super. Alles in Hand. Anhand von Sternformationen. Enjoy this very special pre-opening celebration. A glimpse of what is come. Holo Springs. Puff Corporation. Ich glaube, das ist der Ort hier. Holo Springs. Kann das sein? Wahnsinn. Sehr interessant. Leute, wir haben die Paftens erledigt. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Schau mal, ob ich noch irgendwas rausholen kann hier. Nicht, dass wir hier umsonst gewesen sind.
Auf jeden Fall was zu trinken. Das kannst du immer gebrauchen. So, war hier nicht auch noch was? Ich meine, wir konnten jetzt hier raus, oder? Ich glaube, hier können wir gleich tauchen. Leute, ich würde sagen, wir machen das. Wir tauchen jetzt einmal hier gemeinsam raus. Ich denke, hier gibt es nichts mehr. Es ist eh alles respawned, despawned. Da hängt noch ein Pfeil, den könnten wir noch mal mitnehmen. Wie sieht es denn aus mit unseren Pfeilen? Ich denke, ich habe eine Menge versemmelt. 20 Armbrustbolzen, 15 Pfeile, okay, ist in Ordnung. 7-mal selbst gedruckt. Da muss ich auf jeden Fall noch mal hin. Dann mache ich mich später noch mal auf den Weg in die schöne Höhle. In die schöne, ja, in den schönen Wartungsbunker mit dem anderen Drucker. Da stehen ja noch ein paar fertig gedruckte Pfeile für uns. Die holen wir dann raus und so. Jetzt lasst uns mal gucken. Wie kommen wir denn jetzt hier am besten raus? Bin mir ziemlich sicher, man konnte hier... irgendwo entkommen. Junge, Junge, 50 Bar Sauerstoff. Damit musst du langsam auftauchen. Das ist so die Grenze, Alter. Tank mal nach. So, Ast rein. In einer Höhle und wieder mit Gegnern? Euer Ernst? Hallo? Ich habe keine Muni mehr für das Ding. Brauchst keine Angst haben. Aber für das Ding hier haben wir noch ein bisschen mehr. Komm mal ran hier. Ich versuch's mal hier so mit dem Laserziel, weißt du? Mann, mach die Lampe an. Was ist denn los mit dir, mein Freund? Geht's dir nicht so gut? Ich möchte gar nicht so viel riskieren, Madame. Mann, ist das duster hier, Leute. Ist das duster. Ah! Aufpassen. Ah, aufpassen. Weißt du, was hilft? Ich sehe gar nichts. Nimm dir doch mal eine Lampe, Alter. Du darfst auch ins Wasser springen. Das ist gar kein Thema, Madame. Das ist... Zeug nicht von Feigheit, wenn du dich hier selbst auf dem Gewissen hast. Wir haben es doch gelernt, erst knicken, dann werfen und dann hast du auch ein bisschen Licht. Dann können wir auch mal hier mit anderen Dingen, zum Beispiel mit dem Bogen. Wir haben ja noch ein paar Steinpfeile am Start. Oh, danke. So, gib mir deine Haut ein bisschen. Nicht im Ernst. Ich will hier doch nur raus. Hab doch gar keine Zeit für euch, ihr Miesen. Ich habe gerade mit den Paftens getanzt, okay? Mit deinem Boss. So, nimm mir mal einen vernünftigen Pfeil. Und dann müssen wir uns mal Zeit nehmen. Wirklich, wir gehen mal los irgendwann. Und dann üben wir das mal so richtig schön im Nahkampf hier wieder. Weil das ist noch so ein bisschen graus für mich, muss ich sagen. Jetzt lebst du noch? Guckst noch ein bisschen, ne? Hab da beide keine Haut für mich. So. Abmarsch, Leute, ich glaube. Noch einer. Alter, was ist denn hier los? Ich dachte, das wäre der Ausgang. Ich wollte eigentlich nur noch raus, Leute. Tatsächlich, Madame. Wir könnten uns natürlich auch das Nachtsichtgerät einmal schnappen. Ich denke, das macht Dinge hier ein bisschen einfacher. Ich sehe nichts damit, Leute. Ich sehe damit einfach nichts. Nee, mach das aus. Mach das aus. So, und schau mal bitte nach. Hier liegt noch ein Pfeil. Ich möchte nicht so viele Pfeile verlieren. Und ich wollte jetzt nicht mehr ewig lange. Eigentlich sind wir schon lange drüber mit der Zeit. Hallo. Oh, Leute, was ist das? Warum tue ich mir das an? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, ich bin hier gleich raus, Leute. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich speichere einmal kurz, Leute. So, ihr Lieben. So, machen wir mal Licht an.
Ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher, wie weit sie noch geht und ob wir gleich tatsächlich raus sind. Nichtsdestotrotz, wir haben die Zeit theoretisch schon über. Ich würde sagen, wir beenden die Geschichte an dieser Stelle und machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Dann sehen wir, was noch passiert und starten von hier aus dann ins nächste Abenteuer. Leute, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr meinen Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise Sons of the Forest. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.